Schön. Netzwurf abgewehrt, konnte nirgendwo hängen bleiben. Der Sekutor heißt auch Verfolger. Also, er muss mit wenig Luft, der Helm hat keine Atemlöcher, mit sehr kontrollierter Atmung gegen Vulpeculus arbeiten und Vulpeculus öffnet den Schild und sticht zum Oberschenkel. 1:0 für 65 Kilo geballte Gemeinheit. Viele erwarten Entscheidungen auf Leben und Tod. Diese sind beim Wanderludus nicht üblich. Aber es gibt andere Entscheidungen. Darf der Retiarius noch einmal sein Netz benutzen oder soll es weg? Das Publikum hat klar entschieden, kein Netz für Vulpeculus. Arena frei! Und Vulpeculus scheint ein bisschen wütend zu sein. Er greift sehr viel aggressiver an. Wie konnte das nur passieren? Oh! Starte! Ausrüstung. Gladiatur ist ein Kampfsport. Wir wollen keinen sinnlos abschlachten. Das Schwert wurde verloren, es wird wieder aufgenommen. Wir wollen sehen, wie beide ihre Kampfkraft messen. Nicht, wenn einer ein bisschen Pech hat, den Kampf beenden. Arena frei. Taurus arbeitet. Taurus geht vorwärts. Und Pekulus muss sich zurückziehen. Taurus macht Meter um Meter. Er holt sich immer mehr von der Arena. Schwinger. Aber Vulpeculus ist schnell genug weg. Der Retiarier ist halt fürchterlich mobil. Das ist frustrierend. Und nochmal. Taurus bindet an. Macht einen kurzen Lauf. Und nochmal. Wilder Schwinger, aber knapp am dicken Hintern von Vulpeculus vorbei. Oh! Oh! Ich habe auch keinen Treffer gesehen. Was? Taurus hat sich aus dem Stoß rausgedreht. Die Kugel, also die Spitzen des Dreizacks, waren nicht im Mann. Schön mit dem Schwert abgewehrt. Sehr stark gearbeitet. Alle beide. Oh, wieder ein wilder Schwinger. Taurus scheint ein bisschen warm zu sein. Ich glaube, der braucht gerade eure Energie. Taurus blockt den Dreizack mit seinem Bauch. 2:0 für Vulpeculus. Bekommt Vulpeculus sein Netz zurück? Das ist eine wichtige Frage an dieser Stelle. Ich glaube, das war ein knappes Ja. Und jetzt achtet mal drauf, wie präzise er sein Netz aufnimmt. Was für eine geistige Arbeit dahinter steht, dieses Netz so aufzunehmen, dass es auch über den Sekutor fliegt. Wir gucken, ob das von Erfolg gekrönt ist. Er ist ja nur der Primus Palus, der beste Gladiator der Berliner Gladiatorenschule. Und wieder flacher, schöner Wurf, aber Taurus bietet keine Angriffsfläche. Oh, neuer Versuch, aber Taurus drückt, Taurus schiebt, geht vor. Und wieder Taurus mit wütenden Angriffen. Deswegen heißt er der Stier, aber der Torero schnappt sich den Stier. Und hier ist ganz knapp Vulpeculus Victor. Und jetzt stellen wir